Das mache ich für mein Leben gern. Nein, nicht das. Hör auf Filmen. Da bin ich der Beste. Im wahnsinnig schnell Rennen. Und dabei ziehe ich die Manuela auf ihrem Velo. Ich bin der Amaru, ich bin Fieri und ein europäischer Schlittenhund. Das ist eine Mischung von Husky und verschiedenen Jagdhunden. Und man sagt, dass ich der geborene Superstar bin für den Zughundesport. So sagt man dem, wenn ich die Manuela auf dem Velo durch die Gegend ziehe. Meine drei Brüder, der Pivo, der Itchy und der Scratchy, die machen das auch. Aber der Schnellste, da bin ich. Das zeige ich dir auf der Rennstrecke. Kommst du mit? Eben, das ist Manuela. Okay. Wir zwei, wir sind das beste Team. Okay. Bevor wir rennen, muss ich aber unbedingt noch für kleine Hunde. Mit vollem Magen rennt es sich nämlich nicht so gut. Machst du noch ein bisschen, Amaru? Bissi machen? Bissi? Gute Idee. Ich muss zwar, glaube ich, auch noch mal gackeln. Es ist Pflicht eigentlich. Einlaufen, bissen, schiessen. Ja, schon gut. Dafür bin ich nachher schneller als der Wind. Ich gehe immer recht weit einlaufen und auch auslaufen. Es ist wie ein Ritual geworden. Er ist eh einer, der schnell mal viel schießt. Okay, ich habe verstanden. Haufen kommt! Manuela, bitte schön super auflesen, gell? Rassenspezifisch ist halt der Amaru wirklich für das geboren. Also er liebt sie. Also die sind für das gemacht. Ja, das Beste, was ich machen konnte, weil ich durch ihn so viel gelernt habe. Ja. Und dann geht's dann los. Reinhard, warte. Wenn Manuela Line-Up sagt, dann geht es nur noch wenige Sekunden, bis ich losgehe. Das ist für mich das Beste auf der Welt. Los geht's! Ja, ich weiß. Ah, oh, das ist so schön. Guten Morgen, willst du nochmal? Ja, nochmal. Willst du gerne nochmal? Super. Oh ja, das habe ich gern. Wuhu! Ja, der schnellste Amaru. Wer ist der schnellste? Der schnellste. Oh, und Bissi. Ein Erlösungsbissi. Wenn ich nach dem Rennen so richtig heiß habe, dann wälze ich mich im Gras zum Abkühlen. Oh ja, das tut richtig gut. Heute ist es zwar recht heiß, aber die zweite Runde bin ich eh dabei. Klar, los geht's! Ja, haben wir! Die Beine, ja super! Heiß, gerade noch mal abkühlen. Kannst du mir schon sagen, dass ich super bin? Und super! Oh, leck, ist das heiß! Super Baby! Jetzt kommt eines meiner absoluten Highlights. Es ist Snacktime und ich habe Hunger!
Oh Mann, das geht ja viel zu lang. Warte. Was? Jetzt muss ich noch warten? Aber mit Anstand. Ich bin immer anständig. Heute haben wir im Angebot Wurstgenuss. Wow, ich liebe Wurstgenuss. Und viel Wasser. Ja klar, schenk noch mal ein. Durst habe ich auch. Ah, so fein. Okay. Wurstgenuss mit Wasser. Einfach der Hammer. Ich glaube, jetzt geht es Dessert. Und ein Spiel. Wir suchen jetzt ein gutes. Komm, Itchi. Sitzen. Warten. Schon wieder warten. Ich habe genau gesehen, wo sie es hingeschmissen hat. Ich finde jedes gutes. Achtung. Fertig. Okay. Was okay? Nicht los. Habe ich etwas verpasst? Amaru, du darfst auch. Habe ich es doch gewusst. Ups, das war, glaube ich, ein Käfer. Supi! Man sieht besonders an den Schwänzchen der Kleinen, sie lieben es. Es ist, die Futtersuche ist etwas vom Grössten für die zwei. Das kann man natürlich auch nicht mit allen Hunden machen. Also, meine sind sehr sozial verträglich. Das kann manchmal bis zu 10 Minuten gehen. Hundi, wow, wow, Hundi, wow, wow. So, endlich daheim. Das ist mein Stammplatz. Hast du auch so ein riesiges Bett für dich alleine? Yes, Manuela ist schon wieder in der Küche. Ich weiss genau, was das heisst. Hast du schon mal so einen riesigen Knochen gesehen? Dann kann ich vor dem nächsten Rennen wieder voll gackeln. Hey, übrigens, wenn du noch andere Powerhunde wie mich kennenlernen willst, dann abonniere doch einfach SRF Kids auf YouTube. So, und jetzt, ciao zusammen.